Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hydroneer 2, wo ich ein bisschen was gebastelt habe und ich hoffe, es gefällt euch. Wir schmeißen natürlich wieder die Anlage an, weil wir hier oben am Arbeiten sind. Wir schmeißen natürlich die Anlage an. So, ganz schön lange Schaltzeiten. Ja, unser Durcheinander hier ist wunderschön, aber was anderes ist auch wunderschön, denn unsere Siloanlage ist fertig. Ist das was? Was heißt fertig? Also, die Silos stehen. So kann man es, glaube ich, sagen. Guckt euch das an. Ja, also da habe ich ein bisschen gebastelt und wir sehen also hier unten hier schön der Boden drin, damit man auch was sehen kann. Und dann kann man hier so rauf mit Geländer habe ich hier hingebaut. Ja. Hier kann man runter gucken auf die Anlage. Oder man kann dann hier wieder hochgehen. Nochmal runter gucken auf die Anlage. Und hier oben sehen wir dann, können wir auch hier in den Turm reinspringen, wenn wir denn wollen. Muss ich erst noch ein bisschen befestigen, aber ja. Und da würden dann die Förderbänder reinlaufen. Oder könnten sie theoretisch reinlaufen. Ne? Also das müssen wir mal gucken, wie wir das dann hier, wie wir das am geschicktesten anstellen. Oder so. Huch. Ja, das sieht auf jeden Fall jede Menge Arbeit. Jede Menge, ich freue mich drauf. Und so können wir das dann verbinden. Und dann läuft die Geschichte. Jawohl. So, ich sehe kommen den Pfeil. So rum? Hä? Bin ich blöde? Ich kann den so nicht sehen. Mann. Kann man das noch irgendwie anders erkennen? Das muss ja es muss ja auseinandergenommen werden wegen des Rohres, welches sich hier wieder eingegraben hat. So. Und dann müssen wir überlegen, wie wir das dann hier machen. Vielleicht so. Und dann kann man nämlich schön von außen den Korken dran setzen. So. Ja, und so wird das dann hier hochlaufen. Und ja. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ausnahmsweise Garderol designt auch mal. Und ja, ich habe mal wieder hier ein kleines Leckfest veranstaltet, denn ich habe in der Stadt jede Menge neue Rohre geholt. Kann man hier vielleicht sehen? Na, damit wir hier anfangen können zu bauen. Und ja, dann muss, weil wir das ja 5 auseinandergebaut haben, muss das ja alles versetzt sein. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am geschicktesten oder ungeschicktesten machen. Aber ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach erstmal ein bisschen. Beziehungsweise wir sollten vielleicht erstmal gucken, ob wir wieder eine weitere Tier-3-Maschine holen können. Das müsste ja jetzt auf jeden Fall der Fall sein. Weil sonst, ja, wenn die Anlage läuft, die sollte auf jeden Fall dann immer ausgenutzt sein. 4,34, jawohl. Alright. So, dann nehmen wir zur Sicherheit noch mal ein bisschen Stahl mit. Die sollten ja jetzt immer so 500 sein, ne? Haben wir ja eingestellt. Ja, 540. Also das funktioniert schon mal. Auf jeden Fall. Ja, und damit wir effizient bleiben, bevor wir weiterarbeiten, holen wir es erstmal einen neuen Bohrer. Ich hoffe auch, dass ich genug von den ganzen Rohren jetzt hier habe. Aber wir müssen sowieso, glaube ich, noch mal in die Stadt fahren und ja, Abzweigrohre und so habe ich noch genug. Denke ich mal. Ach so, ich kann es mal zeigen hier. Guck mal. Das, da ist auf jeden Fall einiges am Längen hier. So, ich nehme mal ein Rohr mit schon mal und dann gucken wir mal da unten, was wir da noch so alles brauchen. Also wir brauchen wieder Förderbänder, wir brauchen gerade Kurven. Könnten wir eigentlich auch mit dem Band da runterschleppen, ne? Und da brauchen wir jetzt auch jede Menge von, wenn wir jetzt eh bauen wollen. Ich glaube, wir brauchen immer 2, ne? Genau. 2 gerade Kurven. 2 gerade Stücke. Ein Abzweig. So. Und dann kommt
Der kommt raus, der kommt rein. Und dann kommt ein gerades Stück, genau. Da haben wir jetzt Gott sei Dank ein paar von. Ja, und das soll demnächst nicht mehr passieren. In den Turm sollen die Sachen da schön runterfallen und da können wir auch immer bewundern, wie das immer mehr und immer mehr wird. Ob wir da 500er Blocks rauslassen oder so, ich weiß es nicht. Aber bei den anderen sollten es irgendwie 300er sein oder so, damit wir da auch so ein bisschen eine Form von Übersicht haben. Würde ich jetzt mal so vorschlagen. So. Dann kommt der dahin. Dann machen wir hier ein kleines Häufchen hin, damit er was zum Ernten hat. Das ist wohl einer der häufigsten oder der häufigsten Nachfragen, die es so gibt. Ich kann irgendwie nicht ernten. Wie kommt das? Und das ist in der Regel ist das dann der Fall, wenn ihr darunter nichts zum Ernten habt, ne? Also wenn das ganz nach unten weg gemacht ist, das geht nicht. Huch. So. Und da müssen wir uns auch überlegen, wie oft wir so eine Wartungsstation mit einem Barren dazwischen bauen. Mit einem Kristallbarren. Ja, den müssen wir auch ständig dann nachfüllen, quasi. Oder so. Und wo wir die Förderbanner lang... Ich würde ja gerne... Also, es gibt zwei Varianten. Ne? Wir können die einmal oben langlaufen lassen oder unten langlaufen lassen. Wenn wir die oben langlaufen lassen, dann ist der Vorteil, dass wir drunter herfahren können und die ganze Anlage sieht natürlich voluminöser aus. Ne? Das ist größer, das ist breiter. Da passiert irgendwie was so, weißt du, so in die Richtung. Das Problem damit ist nur... Ich mag das auch gleichzeitig, wenn man sieht, wie das Ding lebt, wie da Sachen sich bewegen und so, ne? Und das würde dann wegfallen. Das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte. So, das passt. Alright. Gut, dann würde ich sagen, auf in die Schmelze, eine neue Maschine holen. Vielleicht haben wir noch Glück und mit dem Rest können wir noch einen zweiten bauen. Wir müssen nochmal diese Wanne wieder mitnehmen, ne? Sonst, So, Ernter ist drauf, ne? Genau. Wo ist denn? Ah, hier. Hier ist noch ein Rest. Lass uns mal überraschen, wie viel das ist. Und hier ist der Rest vom Eisenbarren. So, So, noch ein Cloud-Erzbohrer. Und sieht das so aus, als würde das vielleicht noch reichen? Ah, wir gucken mal. Wir müssen natürlich jetzt wissen, ob es am Cloud-Erz liegt oder am Eisen. Deswegen das Eisen wiegen wir mal gerade. Also am Eisen wird das wohl 1000 waren es, ne? Müssen wir auch bald Neues hier runterschleppen. Und die Spannung steigt und... Nein, es reicht nicht. Okay. Ja, aber nächster Ernter. Das heißt 25% mehr Leistung. Während wir jetzt unsere große Förderbandstraße sozusagen bauen. Da können wir auch direkt Ja, eigentlich können wir direkt wieder in die Stadt fahren und nochmal eben den Riesenberg Förderbänder und Vertikalförderer könnten wir uns noch holen, ne? Und ja, ich lasse die Anlage deshalb nicht laufen, weil, ne? Wenn die läuft, während wir das machen, dann klonkt die in der Tat auch mit meinem neuen System, mit dem nach hinten gerichteten Magneten, verstopft die leider auch, ne? Und wir sollten das, glaube ich, auch bei den Wagen hier jetzt so machen. Bei den Förderbändern jetzt so machen, dass sie es mit dem Wagen machen. So rum wird ein Satz draus. Würde ich sagen. Probieren wir mal.
Und ja, halt, stopp. Zurück. Mich würde übrigens auch wundern, wer regelmäßig hier verkauft, die ganz spezifischen Punkte anfährt, wo dann der beste Preis zu erzielen ist. Also für die Diamanten und Co. Ne? Also da gibt es ja dann jeweils nochmal einen, nennen wir das mal, idealen Punkt zum Verkaufen. So, guck mal her. Furorekauf. Wir sind jetzt nur noch... Sekunde. Ich hatte Rohre gekauft und dann hatte ich noch die Bodenplatten gekauft. Wir sind jetzt nur noch bei 40.000. Das wird weniger. Eieiei. Okay, dann nehmen wir nochmal einen kleinen flexiblen Wagen. Und dann haben wir demnächst dann so oben auf dem Bauplatz ganz viele kleine Wagen, wo spezialisiert dann die Sachen draufstehen, die wir jeweils brauchen. Das ist übrigens der wendige Wagen, ne? Für den Fall, dass sich jemand fragt, welcher von den Wagen das ist. Das hier ist der wendige. So. Es gibt auch den schnellen. I fail to see the difference, muss ich sagen. Aber das ist ja bei den anderen Wagen auch so. Beim Rohraufladen übrigens noch ein kleiner Tipp. Da habe ich das so gemacht, dass ich mich quasi auf den Wagen gestellt habe. Und konnte dann nur anklicken, loslassen, anklicken, loslassen. Ich musste nicht die Bewegung machen, weil, ne, das hat gepasst von dem Flow her sozusagen. Also ich zeige mal kurz, vielleicht kriege ich das so hinten hier, so zack. Wenn ich jetzt hier so stehen würde, dass der hier drauf passt. Verstehst du? Also schon ziemlich cool. Und ich glaube, das könnte auch mit jedem Wagen funktionieren. Wir müssen nur gucken, wie viel Geld das kostet, weil wir haben ja gar nicht mehr so viel. So, die Vertikalförder brauchen wir auch noch, ne? Oh, 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 oh. Ich glaube, wir... Eieieiei. Also prinzipiell ist die Idee, glaube ich, sehr gut. Na, nee, das geht nicht. Es hat nüt. Ich sehe auch nicht, wo wir gerade sind. Ah, hier. Ah, jetzt ja. Wie viel wir davon brauchen, aber wir nehmen es erstmal reichlich mit. Und dann können wir hinterher zählen und dann können wir dann ausrechnen, wie viel wir brauchen. Gut. So, jetzt das Ganze wieder andersrum. Zack. Und jetzt rückwärts einparken. Also fahren geht ganz gut, aber wenden geht so, ne? So, 12.000, okay. Also ich glaube, die Idee ist wirklich gut, ja? Aber das Spiel ist... dezent ausgelastet mit der von mir hier getätigten Anfrage.
Heieieiei. So, jetzt müssen wir mal raten, wo wir sind, wenn wir jetzt nach vorne fahren. Es ist aber trotzdem alles noch schneller, als wenn wir das von Hand machen würden, ne? Was richtig cool wäre, wenn wir mit dem Wagen selber dann da reinfahren könnten. So, dann aufladen und dann, ne? Aber ja. Ja, also Let's Plays im Jahr 2022. Was kann ich euch darüber erzählen? Also die sollten eigentlich immer actiongeladen sein, ja? Es muss Schlag auf Schlag gehen. Du darfst nicht irgendwie eine Redepause haben oder so. So schalten die Leute sofort ab, weil die sind von TikTok gewohnt, ne? 15 Sekunden. Alles, was länger ist, dann ist die Attention Span halt zu Ende. Grüße gehen raus an die Lehrer da draußen. Ja. Und jetzt passt es nicht. Weil ich zu sehr links stehe. Hä? Oh nein. Jetzt müssen wir irgendwie nach rechts kommen hier. Mit diesem Geruckel. Na? Nein. Das Problem ist, ich kann auch so nicht loslassen, ne? So, wir ziehen mal ein bisschen in die Richtung. Ein bisschen zurück. Da hängt ein Stein drin in dem Wagen. Na komm. Und drehen. Jetzt sind wir nämlich halbwegs mittig, würde ich sagen. Und der eine oder andere mag jetzt verleitet sein zu sagen, naja, das wäre wahrscheinlich jetzt doch anders schneller gegangen. Aber ich finde, das ist atemberaubend und spannend, was ihr hier erlebt. Das, so. Perfekt. Gut, dann auf zum Bauen, würde ich sagen. Das hat auch gerade mal 10 Minuten oder so gedauert, Leute. Wahnsinn. Okay, wir müssen das, glaube ich, ganz schnell abladen hier, sonst haben wir nicht mehr viel Spaß hier beim Spielen. So. Nämlich sobald das wieder normal auf dem Boden steht, ist ja wieder alles gut. So. Perfekt, genau. Ja, und dann könnten wir jetzt mal so ein bisschen gucken, wie wir das jetzt hier machen. Dazu hole ich mal eben den... Es ist komisch, ne? Also das sind jetzt ja nur ein paar Förderbänder. Der andere Wagen hier, der schien damit jetzt gar nicht so viel Probleme zu haben. Also auch, ne? Aber da stecken ja viel mehr Rohre ineinander oder so. Aber ja, scheint das nicht so extrem zu sein. Und dann würde ich jetzt in der Tat erstmal ohne Sortieranlage das sozusagen mit den Rohren anzeichnen, damit wir planen können oder damit ich planen kann, wie... An welcher Stelle? Wo? An welcher Stelle, wie, wo, was hinkommt? So. Jetzt brauchen wir erstmal eine krumme Gerade. Was ist denn da? Ist doch ein Rohr nach unten drin, ne? Warum nützt er das denn nicht? Ja, das geht doch so gar nicht. Was ist denn da? Verwirrt.
Wir gucken mal nach. So, das Rohr geht da dran. Geht das irgendwie hier? So. Dann. Ich muss halt gucken. Das ist gerade ein bisschen komisch von den Höhen her. Aber das muss ja jetzt davor sein, ne? So, das heißt. Jetzt nochmal. So. Ne, das genau geht nicht. Da ist er dann unten drin. Ja, braucht er jetzt ein gerades, ein schiefes oder zwei? Ich bin ja gerade voll verwirrt. Jetzt nochmal ein gerades nehmen, dann sehen wir es, ne? So. Vor allem ein gerades, ein schiefes ist auch eine ganz tolle Aussage. Nee. So ist es falsch. So. Ja. Okay. Und so. Wieso kippt das genau andersrum? Ich bin verwirrt. Aber so ist es richtig, ne? Würde ich sagen. Und da seht ihr mal, was für ein Riesenwerk das hier wird, wenn wir das irgendwann fertig haben. Aber so im Prinzip habe ich mir das ungefähr, habe ich mir das so vorgestellt. So. Profi-Tipp, ne? Genau. Immer erst die Rohre von der einen Sorte einbauen und dann die von der anderen. Dann kann man sich nämlich dieses nervige Kippen sparen. Gerade zwei ineinander gesetzt. Tatsache. Es hätte wieder böse Kommentare gegeben. Gut. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt noch gar nicht groß die Förderbänder da drauf setzen, ne? Wie ich sagte, es geht ja erstmal so ein bisschen ums Anzeichnen. Da wir so grob die Richtung bekommen, wo wir hin landen. Sehr gut. Hier geht sogar das Ganze nochmal ein bisschen durch die Erde durch. Oh Leute, wir haben was vergessen. Oh nein. Oh, bin ich dumm, dass es knallt. Uiuiuiui, das gibt wieder Kommentare hier. Uiuiuiui. So, warte mal. So. Und
So. Da werden wir mal, hä? Wie lange macht denn hier der Dings noch mit der Kristall? Ah, es geht noch, ne? Ich frage mich auch, wann es denn hier passiert, dass die ersten beiden zusammenklumpen. Und wann wir hier unten nochmal einen weiteren Druckkristall einfügen müssen. Aber so sollte das Ganze jetzt natürlich noch ein bisschen schneller gehen demnächst. Gucken wir uns gleich an. Wir müssen jetzt natürlich warten, bis die ganzen Kötteln oben angekommen sind. So. Ich fürchte, wir müssen hier noch Schnee räumen. Ja, das ist ein bisschen ein Blindflug hier. Obwohl, nee, muss es ja gar nicht sein, weil wir sehen ja, wo bereits Rohre sind, wenn wir einfach hier den benutzen. Ich wollte eigentlich hier keinen Schnee noch räumen. Nicht mehr, nicht Gerät. Aber ich fürchte, hier werden dann Sachen dran hängen bleiben, ne? Sei denn. Ja, das ist echt krass. Das hätte ich gedacht, dass das hier so hoch ist, der Schnee. Dann müssen wir hier eins hochgehen, ne? Das geht so nicht, Leute. Macht doch die Rohre gar nicht mehr drin. Das Problem ist, wenn wir den Schnee räumen, das sieht so schäbig aus. Wollen wir das machen? Ich fürchte, es nützt ja nichts. Haben wir in der Anlage sogar noch hier eine Schneeumgehung eingebaut. Das war jetzt so nicht geplant, wenn ich ganz ehrlich bin. Das aber auch mit allen dann machen, ne? Also eine Ebene einfach höher lassen, das alles, will ich aber eigentlich auch nicht. Es sei denn, wir machen hier wirklich so ein ganzes Fabrikgebäude raus. Wiederum so ein bisschen darauf ankommt. Ja, ich glaube, das können wir retten. Es macht doch die Anlage nicht so ganz so langweilig dann, ne? Merkt ihr gerade, wie ich es gerade versuche, schön zu reden? So. Profi-Tipp, wenn euch das passiert und ihr wollt sowieso in eine andere Richtung, dann stellt euch einfach vor das Kart, wo ihr hin wollt. Nehmt ein Rohr raus, legt das Rohr daneben, dann stellt euch nochmal vor das Kart. So.
So. Also falls ihr euch wundert, wo das ganze Gold geblieben ist, oder die Hydroneer-Dollars, oder auch immer die richtig heißen, Hydro-Coins. Hier ist Wei. So, und dann geht's hier. Aber das ist ja das äußerste Rohr. Da kann das hier ruhig wieder runtergehen. Oder auch nicht, weil das Kart im Weg steht. Und wir sind noch lange nicht da, Leute. Jetzt machen wir das von der anderen Seite und dann sehen wir ungefähr, wo wir landen. Das machen wir noch in dieser Folge fertig und dann wisst ihr wahrscheinlich schon, was ich zwischen den Folgen machen werde. Ja. Das letzte verbliebene Geld ausgeben. Na komm. Ach so, genau. Ganz am Ende dieser Folge gucken wir uns natürlich auch ganz kurz an, wie das dann anlagenseitig jetzt aussieht mit den vier Erntern. Und irgendwas sagt mir, dass wir hier jede Menge Verstärkungskristalle brauchen. Weil das kann auch nicht gut gehen, diese Riesenanlage mit dieser einen Wasserversorgung da laufen zu lassen. Dann müssen wir wahrscheinlich hier vor jede Abfertigung hier, müssen wir dann wahrscheinlich nochmal wieder ein separat, nochmal einen Kristall hier einsetzen irgendwo. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist also Grimme-Preis. Ihr könnt mich gerne nominieren. Ich bin sicher. Wenn da eine Einrichtung kommt, Rohre verlegen mit Garderol, das wird die Damen und Herren auf jeden Fall, da kann man ja, also das ist, ne? Aber falls ihr euch gefragt habt, wie viel Rohre hat er wirklich auf dem Wagen und hat er wieder nur erzählt, wie fleißig er zwischen den Folgen war, ja, ja, So, oh, das war's. Fast. Ey, wehe, das kommt jetzt genau hin. Oder genau nicht hin. Weiß nicht, was schlimmer ist. Ich glaube, im Bergbau, nicht im Bergbau, im Tunnelbau nennt man das Hochzeit, ne? Wenn man dann durch ist und die Tunnelbohrer aus beiden Richtungen treffen aufeinander, heißt das nicht Hochzeit? Also Hochzeit heißt auch, wenn eine Lok auf ein Gestell gestellt wird, ne? Also aufs Fahrgestell und so. Schon klar, aber heißt es da nicht auch Hochzeit? So. So, Leute. Hier haben wir also die Dimensionen des Ganzen. Tja, und jetzt
müssen wir halt mal gucken, wie weit wir mit den Dingern hier dann kommen. Und brauchen hier noch einen Senkrechtförderer. Und dann müssen wir überlegen, wie wir dann, also an welchen Stellen wir dann jeweils immer die Sortierer bauen. Die müssen dann versetzt sein. Das heißt, einer kann hier anfangen, der nächste fängt hier an, der nächste fängt da an, der nächste fängt da an. Logischerweise müssten wir hier auf diesem Langrohr den hintersten haben, ne? Das würde, glaube ich, Sinn ergeben. Ja, und da habe ich auch versprochen, wir gucken uns die Anlage an, wie sie läuft. Mit 4. Na? Da geht einiges. Oh, hier ist gleich. Gleich Barrenausgabe. Das können wir uns noch angucken. Ja, aber mit diesem, diesem fantastischen Bild darf ich mich schon mal verabschieden. Hier von unserer automatischen Automatisierungsanlage im Bau. Und ich denke, ihr ahnt, wie ich jetzt hier den. So, geht's auf. Geht's zu? Ist nichts daneben gefallen? Ne. Hervorragend. Ja. Das muss ich auch noch alles nachbauen, um Gottes Willen. Und dann würde ich das auch gerne hier mit so Technik dann demnächst haben, ne? So mit so mathematischen Umrechnern, die dann den Wert so umrechnen, dass wenn dann wirklich dann der Wert, der hier draufsteht, dass das dann hier grün wird. Das kann man ja alles machen, ne? Da kann man richtig einen Computer hinterbauen. Also ich spinne jetzt gerade vor mich rum, wird sowieso nichts werden. Ihr kennt mich ja schon, ne? Aber wir können es ja zumindest mal ankündigen. Versuchen. Und ich habe einen Fehler gemacht. Dieses Rohr muss ja an das hier, an die Diamanten. Und da haben wir gar nichts zum Sortieren. Also hier, Diamanten können wir, glaube ich, schon mal. Ah, wie machen wir das denn? Doch, die können wir ja auch pressen, ne? Automatisch. Das ist ja, da habe ich also gar nicht drüber nachgedacht. Gut. Da denke ich dann drüber nach, während ich hier jetzt weiter bastle. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal hier in Hydroneer 2. Und extra lange Folge, wenn ihr es unterstützen wollt und danke sagen wollt, Garderobe Plus. Halbe Pizza im Monat. Halbe Schachtelkippen am Tag. Also insgesamt. Für 30 Tage beste Unterhaltung mich unterstützen. Ab. Jahresspaß kostet noch weniger. Ja. Allen Unterstützern dort vielen Dank. Und schon mal vorausgeschickt, ne? Inflation ist da. Wir werden möglicherweise irgendwann da auch die Preise anpassen müssen, weil uns die Kosten da auch dauernd, je länger wir das betreiben, weiter steigen. Und ja, solange das jetzt noch so günstig ist, könnt ihr es für ein ganzes Jahr zum günstigen Preis abschließen. Aber ich weiß es noch nicht. Das nur einmal so in die Luft gesponnen. So, also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.